Demir, was ist denn los? Ich war auf dem Weg zur Arbeit, da hatte ich plötzlich einen hinter mir. Seine Stoßstange schon fast in meinem Kofferraum. Lichthupe, der Typ überholt und rast ungebremst in den Gegenverkehr. Bist du in Ordnung? Sind die Rettungskräfte verständigt? Ja, ist alles schon vor Ort. Ich war als Erster beim Verunglückten. Bevor er bewusstlos wurde, hat er mir sein Handy gegeben und noch gesagt, 9 Treffpunkt Lager am Eiscafé, Code 9807. Ich habe das Gefühl, das war ihm extrem wichtig. Wenn er 9 Uhr meinte, dann ist das in 5 Minuten. Deshalb hat er es vielleicht so eilig. Der Treffpunkt ist in der Nähe. Ich fahre einfach hin. Hauptsache, er hat seine Chipkarte dabei. Wir nehmen den Tunnel zum Flughafen. Du fährst vor. Keine Tricks, verstanden? Du hast hoffentlich die Klappe gehalten. Chris, hörst du mich? Am Treffpunkt waren 2 Männer. Offenbar halten sie mich für den, den sie erwartet haben. Die beiden sind bewaffnet. Ich werde versuchen, den beiden zu entkommen. Das muss das Handy von dem Verunglückten sein. Ja, hallo? Was soll der Mist? Willst du deine Tochter nicht wiedersehen? Du bist in 10 Minuten am Flughafen, verstanden? Das ist ein ganz mieser Tag. Chris, hör zu. Ich muss mitspielen. Die Typen haben die Tochter des Verunglückten. Ich brauche eine Chipkarte und muss zum Flughafen. Was bedeutet das? Der Verunglückte arbeitet beim Zoll. Bei seinen Sachen war eine Chipkarte für den Zugang zum Sicherheitsbereich. Die brauche ich so schnell wie möglich. Ich kann in 5 Minuten am Stadion sein. Thank you.
Code noch? Ja, was ist mit Verstärkung? Ist schon unterwegs. Wir greifen zu, wenn ihr drin seid. Bevor wir reingehen. Wo ist meine Tochter? Keine Sorge, unser Partner wartet draußen mit ihr. Wenn wir hier raus sind, hast du sie wieder. Nun mach schon. Gib den Code ein. Alles klar. Es sind die blauen Umzugskartons hier hinten. Hey Leute, haut ab! Blaulichter sind im Anflug. Verdammt, wer hat die denn bestellt? Cobra 11 an alle Einheiten. Die Täter sind gewarnt worden und konnten fliehen. Ich nehme die Verfolgung auf. Irgendwo muss noch einer sein, der die Tochter bei sich hat. Sieh mir, der Komplize stand am Flughafen. Er ist uns auch entwischt. Das Mädchen ist bei ihm. Bonrad und ich sind dran und versuchen, das Mädchen aus dem Wagen zu holen. Seh mir, wir haben sie. Das Mädchen ist bei uns. Ich schnapp mir den Mistkerl.
Hartmut, was hast du in den Kartons der Täter gefunden? Schuhe aus Schlangenleder. Der ganze Aufstand wegen ein paar Schuhen? Genau das habe ich auch gedacht. Deshalb habe ich sie mit allen Mitteln untersucht. Gewicht, Dichte, Gewebeproben. Hartmut! Der Metalldetektor hat Alarm geschlagen, obwohl an diesem Schuh die Schnalle fehlt. In den Absätzen waren Metallkästchen eingearbeitet und in denen waren Rohdiamanten versteckt. Also sind die Täter Schmuggler. Ihr Plan ist aber daneben gegangen, weil die Schuhe beschlagnahmt wurden und im Sicherheitsbereich des Zolls gelandet sind. Und durch die Entführung wollten sie sich Zutritt verschaffen, um wieder an ihre Beute zu kommen.